Weiter geht's. Mach du das mal. Jetzt hat es ein bisschen verwirrt, kann das sein? Das war's. Bewegung. Wo ist der Tunnel, Nori? Ganz nah. Ganz nah. Wir sind fast am Eingang. Mhm. Grim, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Noris Privatanlegestelle. Ich kann wieder aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein. Wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht er die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Das ist nicht meine Angelegenheit. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Hey, keine Ahnung. Oh, oh. Ich hab doch noch den da. Nee, 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 nee. Kann halt nicht. Das sind die ganz Gegner, das macht mir Angst. Geil, wenn sie... Keine gute Idee. Die Kunstbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. Sven, den nähert sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Ja, dann mal schnell. Und noch höre ich kein Auto. Ich will Namen. Hier. Hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Grim, ich schicke dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden.
Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, hast recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da. Bam. Wieder habe ich nicht auf die Uhr geschaut. Herzlichen Glückwunsch. Wieder kein Gold. Oh Mann. Aktualisiert. Oh, sehr nett von euch. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir ihn mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich als Maul. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Na denn? Sarah, ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat Anna dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab eine grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hab nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. Und ohne lange zu faxen, geht's weiter. Item Kantname sind Flugzeug. Hey, lässt du die Analysten Überstunden machen? Nuris Daten sind vielversprechend, doch es muss einiges ausgesiebt werden. Ist es ein Volltreffer? Schwer zu sagen, ist noch unbestätigt. Genau, das ist da. Und das da. Jawohl. So. Kampagne, den haben wir schon gemacht.
die auch. Dann kommt jetzt die da. Die verlassene Mühle. Die Zielperson, Reza Nuri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Herzlichen Glückwunsch. Das Update von Vikost, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in einer verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Briggs. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Mhm. Alles klärchen. Hallo. Und tschüss. Guter Schuss, Briggs. Weiche auf. Bestätigt. Geh zur Position Bravo. Ui, lauf das schöne Scharfschützen, oder wie? Naja. Oh, da ist eine schöne Tür. Hallo Sniper und gute Nacht. Grim, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ab. Habe Position Bravo erreicht.
Da kommt ein LKW raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Sam, 12 Uhr. Alles okay? Guter Schuss. Danke. Mhm. Ist das so? Echt nett. Bin auf dem Dach. Ich sehe mir gerade alte Blaupausen. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist der Glasaufzug. Ja, was los, du Buggy? Figur. Sniper. Ja. Der Sniper sagt wohl nichts mehr. Jawohl. Jetzt mal. So sieht's aus. Ja, genau. So machen wir das. Schreibt Facebook auch, ne? Ja, also schon so verist durch. Sam, das gefällt mir nicht. Wir haben Nuris Leute identifiziert. Das sind nicht nur Schläger. Geht es etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten.
Chemiker, Scharfschütz, Techniker. Klingt nach einer All-Star-Mannschaft. Dazu noch Profifahrer. Wir haben den LKW verfolgt, seit er die Mühle verlassen hat. Jeder Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Verstehe. Sicht ist gesperrt. Herzlichen Glückwunsch. Da ist er. Du magst sie doch trollen, oder? Ihr wollt mich doch trollen. Ich sage einfach zu wenig. Wo sind die anderen Typen? Und immer geht das Mikro. Könnte genau raus, wenn ich da bin.
Ja, raus da. Ja, jetzt kommt er mit der scheiß Drohne. Nur ein Kontaktschocker. Wo muss ich eigentlich hin? Runter. Geh weiter runter, Sam. Die sind anscheinend dabei einzupacken. Uns läuft die Zeit davon. Immer weiter nach unten. Den nicht absetzen. Runter damit. Nix da, mein Freund. Da ist einer. Das ist der Affizi. Weg damit. Ja, super hingelegt. Ach komm. Ach, scheiß auf die zwei. Werf eine Granate rein! Ich brauche Deckung! Alles klar! Los! Achtung, Granate los! Da klebt. Da. Egal, jetzt die zwei da können wir am Arsch lecken. Grim, ich bin im Büro. Wer auch immer hier war, hat es eilig. Iranische Dokumente. Tippe auf Kurzbrigaden. Das würde Ihren Besuch bei Nuri erklären. Scanne jetzt. Schick das Zeug zu Caldwell, so schnell wie möglich. Scheiße.
das an? Die markieren Todeszonen für einen Angriff. Was ist das? Atomwaffe? Schmutzige Bombe? Schwer zu sagen. Ich schicke dir ein Ladungsverzeichnis. Die letzte Ladung? Ja, das war alles. Gut, alles einsteigen. Wir hauen ab. Die letzte Ladung wird abtransportiert. Negativ. Wir müssen rausfinden, wo die hinwollen. Ich bringe einen Sender an der Ladung an. Sie tragen Schutzanzüge. Du weißt nicht, was da drin ist. Hab sicher schon Schlimmeres abgekriegt. Wenn man dich sieht, ist die Mission gescheitert. Du vergisst, mit wem du redest. Jo, wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen und tschüss.